Waren das dann die Streamerinnen, von denen man das Badewasser kaufen konnte? Nee, das sind Streamer, die extrem leicht bekleidet von einem Pool streamen dürfen, was sie normal nicht dürfen, aber weil es Bademode ist, dürfen die das. Richtig dumm von Twitch einfach. Sorry, aber das ist wirklich mit deren Regelung von wegen Bademode darf man und so. Ja, und ich glaube, die mit dem Badewasser, das ist tatsächlich Belle Delphine, um jetzt einfach ihren Namen. Ich mache keine Werbung für sie, aber ich glaube, sie, ich kenne sie natürlich auch nicht, ich habe das auch gar nicht so mitbekommen. Ich habe da so ein gefährliches Halbwissen. Und sie hat, ja, irgendwie ihr Badewasser verkauft oder so. Keine Ahnung, ey. Auch ganz, ganz, also ich würde nie auf die Idee kommen, als Frau mein Badewasser zu verkaufen. Selbst wenn ich, selbst, egal, wisst ihr, also selbst wenn ich eine Audienz dafür hätte. Egal. Wir zerbrechen uns einfach mal nicht den Kopf drüber. Konnte man Alice nicht umziehen oder habe ich das falsch im Kopf? Doch, genau, The Dark Boss. Also sobald man mehrere Kostüme... Oh, hallo, du Ungesicht! Sobald man mehrere Kostüme freigeschaltet hat, kann man... Nein! Kann man sie auch, glaube ich, zwischendurch hin und her wechseln. Oder, ich glaube, das war beim zweiten Run. Also man muss, glaube ich, zuerst das Spiel einmal durchgespielt haben und dann kann man in verschiedenen Outfits... in verschiedenen Outfits spielen. Ich glaube, so war das. Aber ich bin mir auch nicht mehr sicher, leider. The Dark Boss. So, dann haben wir hier unten alles einmal erkundet. Ganz knapp. Oh, hä? Jo! Okay, ich habe leider etwas im Spiel herausgefunden, dass wir an dieser Ecke fliegen können. Ja, wir sind festgehangen und konnten fliegen. Wundervoll. Einmal die Augen für ein Schnäuzchen offen halten. Schnäuzchen? Eine Schnauze. Badewasser verkauft, wodurch alle Herpes bekommen haben. Ja, ne? Oh Gott. Ja, vor allem, was macht man mit... Aber das... Oh Gott, ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber ja, wenn man jetzt... Ah, da ist doch die Schnauze! Mein lieber Herr. Herr Schweinenase, du musst gepfeffert werden. Bing, bing. Flasche aufs Ohr. Ja, was haben die Menschen mit dem Badewasser gemacht? Ekelhaft, ne? Ja, wer das aber auch kauft, hat's verdient. Schlecht aber war, du hast so recht. Das ist wirklich so, ne? So, dann haben wir die Nase gepfeffert. Aber ich will unbedingt diese Erinnerung. Die ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Oh, okay. Er hat drei Köpfe und er versteckt... Er verteidigt sein Gesicht. Komm, mach doch mal... Ich habe zu spät Regenschirm gemacht, okay. Na komm schon, kolossaler Verfall. Warst du kolossal? Du siehst auf jeden Fall kolossal aus. Hä, ich hab doch... Warum mache ich das nicht rechtzeitig? Oh, meine Güte. Solange er die Hände vor dem Gesicht, können wir nichts machen. Ja. 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 Okay, das erste Porzellangesicht ist abgeschossen worden. Das zweite auch. Zack. Zack. Und zack. Kriegst du deine eigene Medizin zu spüren. Na komm schon.
der hat gesessen. Das war nicht schlecht. Ja. Geschafft. Moment, wartet mal. Haben die das gesoffen oder was? Oh, wahrscheinlich The Dark Boss. Ich kann's... Es ist... Who knows? It's super, super sick. Warum wollte ich thick sagen? Warum wollte ich... Keine Ahnung, bei mir sind auch andere Dinge dick. Nein, Spaß. Da muss ich mir echt überlegen, was ich kaufe. Badewasser von der oder die Kerze, die wie Gwyneth Peltrus Mumu riecht. Ja. Ich weiß auch nicht, was mit solchen Menschen nicht stimmt. Vor allem finde ich das eigentlich, wenn man das auch noch weiterspinnt, ich finde das eigentlich auch ziemlich makaber mit Sex oder mit der Sexualität. Es gibt vielleicht wirklich Männer, die halt dann auch so ein Fan von ihr sind und dann irgendwie voll, weiß ich nicht, weil die so einsam sind und so haben sie sich das Badewasser gekauft und das tut mir auch irgendwie total leid dann, ne? Also, wisst ihr, wie ich das meine? Auf der einen Seite... Mann, das ist doch voll knapp! Nein, Alice, warum willst du nicht? Ich möchte aber, und jetzt hängen wir hier fest. Also, das ist wirklich ganz, ganz schlimm, finde ich, wenn man dann so Marketing darauf auslegt, dass man seine Kunden anzieht oder das Publikum anzieht von Männern, die irgendwie sich Hoffnung machen, mit ihr mal baden zu können oder so. Was ist das denn, bitteschön? Ich versteh's nicht. Alice can fly with Tui Fly. Alice kann mit Tui Fly fliegen. Fliegen sie noch heute. Mit der Alice. Wir müssen... Ich möchte diese Erinnerung haben. Nee, sie kann ja nur dreimal... Und wir hängen wieder an diesem Gefäß fest. Ich bin so impressed, Alice. Weißt du, dass du mich ein bisschen anfängst, verrückt zu machen? Ich glaube, ich bin einfach zu blöd dafür, oder? Eins, zwei, drei. Wir haben im richtigen Moment gesprungen und gesiegt. Wir haben die Erinnerung vollends verdient. Denk dran, Alice. Verdamme nicht Dunkelheit und Kälte, wenn du nachts in der Bibliothek bist. Alice kann sich also auch noch an erinnern, dass ihr Vater gesagt hat, sobald sie in der Bibliothek ist, sollte sie nicht an Kälte und was? Einsamkeit? Das heißt eigentlich natürlich hat der Vater, ich denke, wir haben jetzt hier alles gemacht. Oh. Ich denke, der Vater wollte damit einfach sagen, dass sie sich in der Bibliothek sich auch gemütlich machen könnte. Die Problematik ist, Alice gibt sich einfach die ganze Zeit selbst Schuld. Das heißt, ihre Schuldgefühle sind einfach permanent aktiv. Und eigentlich war es ja im ersten Teil, so wenn ich mich jetzt richtig erinnern kann, im ersten Teil war das doch eigentlich so, dass die Katze doch die hochentzündlichen Sachen umgekippt hat. Und dann hat sie eigentlich auch den Frieden mit sich selbst geschlossen, weil... Hallo? Ruhig jetzt, nimm dich zusammen. Spring zur ersten Öffnung, dann zur nächsten und reite auf den Luftströmen nach oben. Ja, danke schön. Was ich noch gesagt haben wollte... Ich will... Nee, ich sag das vielleicht an einer anderen Stelle. Das ist einfach nur, dass ich nochmal überlege, wie der erste Teil nochmal geendet hat. Aber ich möchte ja auch nicht unbedingt spoilern für Leute, die jetzt zum Beispiel noch nicht den ersten Teil gespielt haben. Deswegen halte ich mich da so ein bisschen zurück. Ach, alles klar. Dankeschön, Typisch TV, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank für... Moment.
Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ich wünsche dir noch einen erholsamen Schlaf, eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Typisch TV. So. Gab es hier sonst noch etwas? Nein. Ich muss echt nochmal überlegen, beziehungsweise googeln, was Zähne für eine Bedeutung haben. Genau. Ja, es heißt ja auch Madness Returns. Der Wahnsinn kehrt zurück. Ja. Das stimmt. Wow, okay. Wir haben direkt eine Aussicht auf ein Auge von so einer Teekanne. Was zur Hölle machen wir denn jetzt? Wir können die Schnauze pfeffern. Eine Belohnung von der Herzogin. Das war's. Ansonsten, ja, verteilen die hier halt noch Lava. Also sie arbeiten halt in dieser... in der Fabrik des Hutmachers, wenn man das so nennen möchte. Okay, dann geht es hier wohl doch weiter. Oder auch nicht? Ah, doch. Bing. Wenn Zähne ausfallen in Träumen, soll es Krankheit andeuten, habe ich mal gehört. Ah, das ist... okay, das ist interessant. Ich glaube, sowas Ähnliches habe ich schon mal gehört. Ich habe auch schon mal, glaube ich, gehört, dass Zähne irgendwie was Sexuelles oder... Ich bringe da wahrscheinlich was durcheinander. Nee, vergesst es. Krankheit passt auf jeden Fall, ja. Eine bevorstehende Krankheit dann. Das könnte vielleicht auch... Vielleicht könnte das auch Sinn ergeben, weil Alice ja, wenn wir bedenken, dass das Wunderland das Abbild von Alice Psyche ist oder beziehungsweise ihr Rückzugsort, dann könnte es sagen, weil wir uns jetzt wieder im Wunderland befinden, dass wir jetzt vielleicht wieder psychisch krank sind oder andere Dinge sind hier eigentlich krank, andere. Ich meine, mit anderen meine ich nahestehenden Personen. Ich weiß gar nicht, wo es jetzt weitergeht. Egal, wie ich mich hier gerade umschaue. Also das ist unser sicherlicher Tod. Gibt es hier nicht nochmal irgendwo so eine Uhr, die wir anstellen müssen? Also noch so ein bisschen Alice und dann werden wir gleich noch Resident Evil 7 spielen. Ja, wir müssen da oben hoch. Okay. Aber die Frage ist, wie? Huch. So, zack. Von hier kamen wir? Nee. Können wir auf dieser Plattform drauf? Ach, von der Plattform kamen wir doch. Vielleicht müssen wir wieder zurück. Aber das ergibt doch auch gar keinen Sinn. Ach Mann. Und wenn man bedenkt, in welcher Zeit das spielt... Damals hat man noch gesagt, dass für jede Schwangerschaft 2 Zähne draufgehen. Stimmt, ja, stimmt. Mit Schwangerschaft und so. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Ja, was man noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts sagte. Ja, das ist so ein Irrglaube gewesen damals. Ja, das stimmt. Und ich glaube, das Spiel spielt ja auch im 19. Jahrhundert. Ja, ich glaube, das ist das 19. Jahrhundert.
korrigiert mich, falls ich falsch liege. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht der Historiker, müsst ihr wissen. Wow, okay. Also diese Plattformen verwirren mich maximal. Leider. Denn irgendwie komme ich auf dieser Plattform drauf. Ja, okay. Das sah erstmal gar nicht so aus. Aber das hat doch geklappt. Okay. Nein, du Blutegel. Bitte, lab dich nicht an Alice. Zack. Machen wir uns wieder ganz klein in den Schrumpfmodus. Dann befinden wir uns jetzt auf der anderen Seite. Nee, das ist kein Irrglaube. War einfach nur unter... Einfach unter... Ach, unter und Fehlernährung. Ach so, ja, ja, das kann... Das wird wohl so sein, ja. Da bringe ich tatsächlich einiges durcheinander, wie ich merke. Damals hat man eigentlich auch, ich glaube, mich erinnern zu können, dass es eigentlich auch heißt, dass nur reiche Leute tatsächlich Fleisch kaufen konnten oder Fleisch konsumiert haben. Denn die ärmeren Leute und auch die Bauern, die haben halt wirklich ganz, ganz riesen Eintopf immer gemacht mit dem, was sie halt angebaut haben. Ob das jetzt Kartoffeln, Möhren, keine Ahnung, irgendwelche anderen Gemüsesorten, die haben sie dann wirklich einfach in einer ganz großen Suppe gemacht. Deswegen glaube ich, heißt das heutzutage manche Gerichte ja auch noch Bauerneintopf, weil das halt so das Essen für die Armen war. Aber das ist natürlich nochmal wieder ein bisschen, glaube ich, auch nochmal anders kategorisiert von der geschichtlichen Epoche her, glaube ich. Was ich auch glaube, ist, hier ranzukommen. Und nein, wir kommen hier nicht ran. Ich glaube es nicht. Und die Holländer machten sich den Hanfeintopf. Hanfeintopf? Den kenne ich gar nicht. Was ist das für ein Eintopf? Schlecht oder wahr? Schlecht, aber wahr. Warum sage ich oder? Wer ist hier total verrückt? Nicht nur die Alice, sondern auch ich. Sondern auch ich. Ach, wir hätten bestimmt darauf springen sollen. Schaut mal. Schaffen wir das auf der Plattform? Oh Gott, ich weiß es nicht. Es kommt auf einen Versuch an. Ui, geschafft. Und von hier nach dort. Oh Gott. Aber da war doch gerade noch eine unsichtbare Wand. Oder auch nicht. Okay. Arme Ritter auch. Ja, die Ritter auch. Das stimmt, dass sie dann auch diesen Bauerneintopf wahrscheinlich gegessen haben. Das meinst du, Moonwalker, oder? Sollte ein Witz sein. Nicht jeder kann ein Treffer sein. Ach so. Oh Gott. Tut mir so leid. Ich hab's voll versaut. Schlecht, aber war. Tut mir leid. Oh Gott. Ich war so ein bisschen so echt so... Ich war voll naiv gerade. Genauso naiv, wie ich jetzt gerade bin. Weil... Ah! Doch. Es geht doch weiter. Der Wahnsinn wird irgendwann ein Ende haben. Ja, wie kommen wir denn da jetzt hin? Erwartet das Spiel? Das schaffen wir doch nicht. Niemals, oder? Ui! Doch! Das ist so geil mit dem Dampf. Einfach mega cool. Das schaffen wir jetzt aber jedoch wirklich nicht. Oh, doch? Ey, Ich unterschätze die Sprünge von Alice. Zack. Aha. So. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Hui. So.
Es heißt, eine Katze habe 9 Leben, Alice. Ich hoffe, du hast ähnlich viele. Ja, das hoffe ich auch. Hier war soeben ein Speicherpunkt. Ich weiß nicht. Oder doch, wir machen jetzt Resident Evil 7. Genau. Das Gericht, arme Ritter. Eier mit Brot. Ach so, da gab es auch noch mal was ex... Wow, okay. Das finde ich immer toll, wenn man sich gegenseitig ergänzen kann. Eier mit Brot, ja. So hieß das also, dann weiß ich Bescheid. Danke, Moonwalker. So, hier hat sich nun eben der Speicherpunkt befunden. Ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal ganz herzlich an jedem einzelnen Zuschauer da draußen, der zugeschaut hat. Wer hätte es gedacht? Wundervolle Wortwiederholung. Für die YouTube-Aufnahme beende ich diesen Part hier heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch eine angenehme Zeit und verabschiede mich mit den Worten Hakuna Matata und bis dann. Tschüss!